Grüß Gott und herzlich willkommen. Ich freue mich, diesen ganz besonders einen sehr besonderen Patienten bei mir begrüßen zu können, wo wir auch eine besondere Art einer Behandlung gemacht haben. Ja. Das Ganze haben wir jetzt vor einigen Monaten gemacht, sozusagen. Ja. Ich würde ganz gern von Ihnen hören, was vielleicht der Grund war, dass wir uns kennengelernt haben, was der Grund war, warum Sie uns also aufgesucht haben, wie also Ihr Beschwerdebild vielleicht einfach vorher war. Na, ich war aus irgendeinem anderen Grund einmal in Ihrer Ordination, habe aber dann auch in einer Zeitung immer wieder einen Artikel gesehen von Ihnen, in einer Pensionistenzeitung. Und dann habe ich mich entschlossen, weil ich mit meiner jetzigen Prothese sehr, sehr unzufrieden bin, dass ich mir also Zähne implantieren lasse und das einer endgültigen Lösung zuführen möchte. Und da bin ich halt zum Herrn Dr. Jall gekommen und da haben wir halt begonnen mit dieser Behandlung. Sie hatten jetzt dann mehr oder weniger eine Prothese oben, das war dann, glaube ich, für ein, zwei Jahre, die Sie das schon hatten. Ja. Und da haben Sie einfach schon bemerkt, dass das, was Ihre Lebensqualität betrifft, höchstwahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist, ne? Nein, das war es nicht. Das ist immer wieder pflegebedürftig. Man muss schauen, dass sie richtig haftet. Oft haftet sie dann in entsprechenden Momenten nicht gut und beim Sprechen stört es und beim Essen geht es vielleicht gerade noch, aber auf alle Fälle mein ganzes Leben möchte ich nicht damit zubringen und darum habe ich mich entschieden, mir Zähne implantieren zu lassen und das ordentlich zu lösen. Wir haben uns, glaube ich, entschlossen, aufgrund Ihrer Gesamtsituation, dass wir eine möglichst wenig belastende einen wenig belastenden Eingriff machen und haben eine Planung da am Computer gemacht, haben eine Navigationsschablone hergestellt, weil unser Ziel war einfach in lokaler Betäubung die Implantation von 6 Zahnimplantaten zu machen, aber das Ganze ohne Schneiden, ohne Nähen und ohne Schwellung und ohne Blutung. Das ist die Originalschablone des Patienten, wenn ich die kurz vielleicht einmal herzeigen darf. So schaut so eine navigierte Operationsschablone aus, die bereits alle Informationen beinhaltet, die man für die Implantation braucht. Sprich, es ist genau auf den Kiefer abgestimmt, ist praktisch ein Duplikat der vorhandenen Prothese und gibt uns bereits die gesamte Information der Position, der Länge, des Durchmessers, der Neigung, der dreidimensionalen Neigung vor. Man macht so eine Operationsschablone, nachdem man so ein 3D-Röntgen gemacht hat, und sich auch davon überzeugt hat, dass der Knochen in einem dementsprechend guten Zustand ist. Und am Tag des Eingriffes kommt eben der Patient her, er hat gut gegessen, er hat gut getrunken und dann wird einfach mehr oder weniger durch die Schleimhaut durchgestanzt und die 6 Implantate eingebracht. Wie war die Behandlung jetzt an dem Tag, wo wir das gemacht haben? Wie haben Sie das in Erinnerung? Ich habe das schon gut in Erinnerung gekriegt. Ich war sehr überrascht, dass das Bohren also doch einen ganz schönen, ich möchte nicht sagen Lärm, ja, Geräusch gemacht hat. Also man hätte fast annehmen können, sie bohren ein Loch in die Mauer. Aber ja, bitte, ja, da war ich etwas überrascht, dass das doch so, außerdem das Einsetzen der Implantate mit einer mit einem Ratschlüssel. Das ist ein Drehmomentschlüssel, der für Männer natürlich, ja, die kennen den. Die kennen den nur vom Radwechseln beim Auto. Also auch sowas wurde hier verwendet und da kann man annehmen, dass die doch gut sitzen dann drinnen. Aber Schmerzen hatte ich keine. Ich habe nachher wieder die Prothese bekommen und konnte dann die Ordination mehr zufrieden verlassen. Die Geräusche sind klar, wir hören das natürlich als Patient immer ja dezidiert lauter, als es ein anderer hört, weil natürlich die Geräusche bis zum Ohr ist es kein weiter Weg und durch die Schallleitung hört man das natürlich lauter. Dem Patienten passiert ja nichts, man hat also das bereits perfekt geplant und kann an sich jetzt während des Eingriffes, der natürlich auch sehr rasch ist, und das ist ja auch ein großer Vorteil für den Patienten. Das heißt, wir ersparen uns bei der Behandlung eines gesamten Kiefers ganz sicherlich vielleicht eine Dreiviertelstunde sogar oder Stunde, die wir nicht damit verbringen müssen, nachher zu nähen oder vorher das großartig zu operieren, sondern das ist eine sogenannte Schlüssellochchirurgie, wie man es genauso bei der Gallenblase etc. macht.
Ich möchte nur das Bild vielleicht nachher zeigen, wie das dann ausschaut. Man macht nachher immer noch so ein Kontrollröntgen, um nachher zu sehen, ist die Position der Implantate in Ordnung, ist das genauso, wie wir das geplant haben. Und insofern hat sich natürlich hier ergeben, dass das eine perfekte Behandlung ist, die uns in späterer Folge ganz, ganz sicherlich einen sehr guten Zahnersatz bieten wird, der Ihnen wieder Lebensqualität bietet. Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, dass die Behandlung an sich für Sie sicherlich, glaube ich, sich nicht unangenehm war. Bis auf das Einsetzen und das Bohren und so weiter, aber es war nicht wesentlich. Wesentlich war es nicht. Ne? Ich möchte mich ganz ehrlich für Ihre ehrlichen Antworten ganz, ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Ja, gerne geschehen.